Hallo Fußballfans, hallo VfB-Fans, hier ist wieder euer Ralf Burkhardt aus meinem Trikotmuseum. Der 28. Juli 1962, der DFB schrieb Fußballgeschichte und gründete die erste Bundesliga. Neben der sportlichen Qualifikation war es erforderlich, dass man auch ein Stadion mit ausreichend Kapazität hatte und das Stadion brauchte Flutlichtanlagen. Der VfB hatte damals keine Flutlichtanlage, war aber sportlich qualifiziert. Die Stadt Stuttgart baute in einer Nacht- und Nebelaktion die Flutlichtmasten auf und der VfB durfte in der neu gegründeten Bundesliga teilnehmen. Zum Dank dafür spielte der VfB Stuttgart in den ersten Heimspielen in den Farben der Stadt Stuttgart und dies ist das Originaltrikot von damals.